Georg Neubühler, Vize-Weltmeister von 1983, vor dem Start der 125 Kubikzentimeter-Klasse am 2. Juni 85 in Salzburg. Mit der Startnummer 3 der Italiener Fausto Cresini. Die beiden Italiener Pierpaolo Bianchi und Fausto Cresini übernahmen die Führung. Doch Gustl Auinger lieferte den beiden Italienern ein hartes Duell. Bianchi konnte Auingers Tempo nicht halten. Er fiel auf Platz 4 zurück. Der Schweizer Bruno Kneubühler jagte an fünfter Stelle um den Ring. Kurz vor Schluss großer Jubel bei den 100.000 Zuschauern. August Auinger, der Österreicher, erkämpfte sich noch den zweiten Platz hinter dem Italiener Fausto Cresini. Vierter wurde Bruno Kneubühler. Der glückliche Sieger. Und der lachende Gustl Auinger. Kneubühler am 7. Juli 1985 im belgischen Spa-Francorchamps. Bei herrlichem Wetter wurde das 125 Kubikzentimeter Rennen gestartet. In der ersten Runde hieß die Reihenfolge Fausto Cresini, Pierpaolo Bianchi, August Auinger und Bruno Kneubühler. Es war ein spannendes Rennen. Cresini führte vor dem Schweizer Kneubühler, der den zweiten Platz bis ins Ziel halten konnte. Nach dem Rennen beglückwünschten sich die Rivalen. Weltmeister 1985 in dieser Klasse wurde der Italiener Fausto Cresini vor Bianchi und Auinger. Kneubühler belegte den fünften Rang in der WM-Abrechnung. Auch ein schöner Erfolg für das Krauser-Team.